Ja, herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich euch zeigen, was wir auf dem Statistik so gemacht haben. Dazu habe ich jetzt erstmal rausgesucht unser Namensschild, was ich natürlich nicht beschrieben habe, denn ich habe T-Shirts, auf denen mein Name steht. Das habe ich natürlich angehabt und so konnte ich also mein Namensschild noch schonen. Ich das echt schön finde. Sehr gut gelungen, gefällt mir wirklich gut. Dann haben wir eine kleine Box auf dem Tisch gehabt. Mit dem tollen Set, was ich mir noch bestellen werde. Und es gab Tischdeko aus dem Plotter. Fand ich auch total süß. Gefällt mir echt gut. Und ich habe mal wieder der Nadine auch ein Deko-Element abgeschwatzt. Denn ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, im letzten Jahr gab es so schwarz-weiß, olivgrüne Ketten. Und dieses Jahr gibt es die so hier mit Heißkleber festgemacht, natürlich. Funktioniert ja auch nicht anders. Nähen hätte wahrscheinlich gar nicht geholfen. Also ich glaube tatsächlich, Heißkleber ist die beste Variante gewesen. Ja, und dann hat sie solche Girlanden gemacht, die ich unbedingt gleich noch enttüddeln muss hier. Wir lassen das erstmal sein. Ja, also Girlande. Jetzt gucken wir nochmal ganz schnell hier rein. Ich habe schon reingeguckt, ich weiß, was drin ist. Das sind nämlich unsere neuen Kissenboxen. Die finde ich total schön. Und da drin ist ein Raffaello. Kommt gleich zu den Süßigkeiten. Und ein Stamping Spot in Pfirsich pur. Sehr schön. Den lassen wir auch draußen. Die machen wir wieder zu. Die echt schön. So, dann kommen die zur Seite und dann hoch. Entschuldigung, habt ihr gewackelt? Tut mir leid. Jetzt fange ich mal in bunter Reihenfolge an. Also, ich erzähle vielleicht ganz kurz. Wir haben 12 Projekte. Jenny und Nadine haben jeweils ein Projekt gemacht für 6 Kisten, die dann auf 6 Tischen standen. Und dann konnte der Tisch die beiden Projekte nachbasteln und dann ist diese ganze Kiste an den nächsten Tisch gelangt. Also Jenny hat sich darum gekümmert, dass die Kisten wechseln und wir quasi neue Projekte bekamen, als wir fertig waren mit den vorherigen. Trotzdem hat es nicht gereicht, die Zeit. Man hat natürlich auch gequatscht und es gab ein ganz tolles Mittagessen. Da hat jeder was mitgebracht, wie letztes Mal auch schon. Und ja, dann gab es noch Kuchen und dann war wieder Quatschen angesagt. Und so hat also nicht jeder alle 12 Projekte schaffen können. Ich glaube, alle haben maximal 10 gemacht und ich habe tatsächlich auch nur 9. Mir fehlt das 10. Aber ich kann euch die Fotos dazu noch einblenden. Ich habe Fotos gemacht von den Projekten, die ich nicht gemacht habe, sodass ich das also zu Hause noch nachwerkeln könnte. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Kisten noch zusammenkriege. Ich befürchte nämlich, das schaffe ich nicht mehr. Nee, ich habe keine Ahnung, wie die... Doch, ein paar Kisten kriege ich noch zusammen. Also, fangen wir mal an mit dieser hier. Das ist nämlich gleich die Kiste, bei der mir 1 fehlt. Und zwar, ich durfte das Material mitnehmen. Das liegt hier. Das ist, mir fehlt ein Projekt.
Naja, ist auch egal. Also, eins fehlt. Mit Farbverlauf in einem Grünton, in einem und zwei anderen Blautönen. Und darüber gestempelt war dann wieder diese Pusteblume. Es war schon so, dass sie versucht hatten, die beiden Projekte dann aus einem Set zu entwickeln. Also aus Stempelset und Stanze oder nur aus einem Stempelset oder wie auch immer. Und ja, mir fehlt jetzt also das Projekt, wo man mit der Schwammwalze hier den unterschiedliche Einfärbungen macht, quasi die ganze Karte voll. Und dann den Spruch da drauf. Und ich blende euch das mal eben ein. Da habt ihr gesehen, ne? Jetzt wisst ihr auch, was fehlt. So, und dann haben wir hier, das fand ich total gut. Wir hatten keine Big Shot mit, tatsächlich. Und wie ihr sehen könnt, ist der Hintergrund geprägt. Wir haben nämlich jetzt gelernt, wie man ohne Big Shot prägt. Voll gut. Das finde ich auch total schön. Also dieses Kästchen gab es auch noch ein Tick größer. Und eigentlich hatte das, wie ihr das in dem Bild ja gerade gesehen habt, dieses Kästchen auch so einen grünen Layer dahinter. Da ich aber nicht mit Grün gearbeitet habe, sondern mit Jade, fand ich also dieses Grün dahinter nicht schön und habe es gelassen. Aber ich finde es echt eine tolle Idee. So sind ja im Endeffekt alles Anregungen zum Nachmachen. Auch bei dieser Karte hier finde ich total schön. Die Anregung, die Idee, Vellum einfach einzufärben und dann draufzulegen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich mag ja geschmacklich tatsächlich die Arbeiten von Jenny und Nadine super gerne. Deswegen zieht es mich immer wieder hin, weil es einfach tolle Anregungen sind. So, dann haben wir. Oh Gott, ich kriege das echt nicht mehr zusammen hier. Ah, hier sind zwei. Das war unser allererstes Projekt. Da bin ich total verliebt. Ich zeige euch mal erst eine. Das Set ist wirklich der Hammer. Das werde ich auf jeden Fall noch kaufen. Ich mag das so, so gerne. Hallo, kleiner Stern. Und dazu gibt es diese Karte. Die gefällt mir auch total gut. Wo ich mich noch ein bisschen schwer getan habe, ist, dass die liebe Jenny ihr Set komplett zerhackt hat. Die hat die einzelnen Stempel zerschnitten. Und ich kann nicht, wie ihr hier seht, stempeln. Also sie hat nur den Stern quasi abgeschnitten. Ja, und ich habe leider immer hier so die Ecke von dem Stern mit abgestempelt, weil ich mit so mini kleinen Stempeln gar nicht umgehen kann. Das müsste ich dann nochmal üben. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich das abgeschnitten hätte oder ob ich vielleicht einfach nur mit einem Stift immer den einen Stern eingefärbt hätte. Das wäre ja die Alternative zu abstempeln. Weil so konntest du zwar immer ins Stempelkissen gehen, aber naja, für Ungeübte sieht es halt dann auch aus wie Sau. Trotzdem ist die Idee total mega. Mir gefällt das echt gut, auch mit diesem, ja, das ist eigentlich ein Herz aus Sternen quasi. Total schön. So, das war die zweite Kiste. Dann kommt die dritte Kiste. Jetzt wird es problematisch. Kriege ich das echt nicht mehr zusammen. Bleibt mal eben einen Moment dran. Ich gucke mal eben in meine Bilder und bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Ich musste doch tatsächlich jetzt selber nochmal eben gucken, welche Projekte zusammengehören. Und ich habe festgestellt, ich habe tatsächlich auch ein Projekt nicht fotografiert. Gut. Egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt sortiert. Und dieses hier gehörte auch zusammen. Eine Karte von Herzen. Und dazu eine Teebox
Wenn wir hier mal reingucken, gibt es hier ein Teepaket. Nimm dir Zeit zum Entspannen mit verschiedenen Tees und diesem Teeset. Ich glaube, es heißt tatsächlich auch CT-Zeit. Pass hier schön rein. Und einfach der Karte auch wieder sehr schlicht gehalten. Sehr süß. Dann haben wir diese beiden. Einmal aus diesem Set. Ich habe es vorhin schon mal in der Hand gehabt. Bestickte Grüße. Da gab es eine Box mit dem Boxset. Was lustig ist, weil ich das ja aktuell gerade als Workshop-Projekt habe. Ja, die Idee einfach wieder, manche Dinge weiß man irgendwie, man kennt die Technik, aber irgendwie verschwindet das dann wieder. Dieses hier ist nämlich dann jetzt gemacht mit der Baby-Wipe-Technik. Ich habe die auch schon mal abgedreht, glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Also du nimmst einfach ein Babyfeuchttuch, machst da ein paar Tropfen, also wir haben das auf unsere Silikonmatte gelegt, machst ein paar Tropfen Nachfülltinte da drauf und kannst dann einfach den Stempel auf das Tuch legen und dann abstempeln. Was also ein total schöner Effekt ist, anstatt jetzt ständig einen anderen Stift zu nehmen und zu machen. Wir haben da gearbeitet mit dem Set. Ich glaube, das habe ich nämlich noch nicht. Geburtstag. Nee, haben wir noch nicht. Geburtstagshintergründe oder so. Das sind Hintergrundstempel mit Geburtstag. Seht ihr noch? Ich muss die Namen auch noch lernen. Es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall die Kiste. Und dazu dann dieses hier. Eine Karte. Finde ich auch total eine schöne Idee, gerade für Weihnachten. Hier sind nämlich dann Geschenkanhänger, haben wir gemacht. Die ist auch, ne, Baby-Wipe-Technik. Ne, das sind Stifte, da habe ich mit Stiften den Stempel embossed, angemalt. Da kommt dann sowas bei raus. Das ist dieser ganze Stempel aus diesem Hintergrund-Geburtstagsset, wo auch dies hier mit reingehört. Mir fällt der Name echt gerade nicht ein. Ja, auf jeden Fall haben wir hier dann noch Anhängerchen, Geburtstags- oder Geschenkanhängerchen. Und was ich noch geschafft habe, war dieses hier. Es ist leider sehr hell geworden, da unsere neuen Kissen beim Ausquetschen nicht mehr so viel Farbe verlieren wie die alten und wir keine Nachfüller hatten. Gab es so wenig Farbe und dann muss man sich ganz doll anstrengen. Ich muss mich mal eben strecken, damit ich euch das zeigen kann. Da! Jetzt, da, so kann man es sehen. Seht ihr diese weißen Flecken? Da gab es bei mir definitiv schon ein Video von. Ist nämlich Bouquet-Technik, hinterher so weiße Flecken oben drauf zu machen. Sieht man also tatsächlich, weil es so sehr hell ist, nur sehr bedingt. Aber die Idee habe ich trotzdem aufgenommen und mitgenommen. Und hier, das finde ich auch sehr schön,
Hier hinten sind diese Spritzer, von denen ich im Swap-Video erzählt habe. Ja, genau. Ich muss mich nur noch entscheiden, ob das Swap-Video. Also ich drehe sie beide jetzt. Heute ist Montag. Gestern bin ich wiedergekommen. Ich weiß nur noch nicht so genau, ob ich heute das Swap-Video online stelle oder heute die Projekte online stelle. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Dann seht ihr das im Swap-Video morgen. Also dieses Ding ist mit einem Gerät entstanden, diese Spritzer, das ich mir unbedingt noch zulegen möchte. Das gab es mal bei SU, das gibt es leider nicht mehr. Aber ich fand das unheimlich interessant und darum würde ich das gerne nochmal aufgreifen. Ja, und dieses hier ist eine kleine Verpackung tatsächlich für. Und jetzt sieht man wieder, bin nicht fertig geworden. Hier drin gab es Karten mit Briefumschlägen. Die sind bei mir leider leer. Ich habe sie allerdings auch in dem Projekt nicht fotografiert. Das heißt, ich werde nochmal mich bemühen, ob ich die Fotos von diesen inneren Karten nochmal irgendwo herbekomme. Das habe ich nämlich auch nicht geschafft. Da habe ich wieder zu viel gequatscht. Aber für mich ist eben so ein Treffen nicht nur ganz viele Projekte basteln, sondern auch der Austausch mit den anderen Demos. Und gerade Saarland ist jetzt ja nun irgendwie am anderen Ende von Deutschland. Und das ist gerade so schön, weil es einfach Mädels sind, mit denen ich ja dann im Alltag auch nicht so viel zu tun habe. Und dann ist einfach quatschen und mal irgendwie noch was trinken und hier schnacken und so. Ist mir dann auch sehr wichtig und ja, da aber die Zeit begrenzt ist, ist es halt so. Aber es hat, wie gesagt, niemand diese 12 Projekte geschafft. Was ich aber gar nicht so schlimm fand, ehrlich gesagt. Ich glaube, es hat auch niemand wirklich schlimm gefunden, weil einfach ja auch der Austausch da ist und ja, andersrum wären wir wahrscheinlich enttäuscht gewesen, wenn wir um 3 fertig gewesen wären und gesagt hätten, und jetzt? Und quasi nicht genügend Projekte da gewesen wären. So haben wir natürlich die Idee trotzdem mitgenommen. Ich zeige euch nochmal eben das Foto von den beiden Kisten, die ich nicht gemacht habe. Genau, da habe ich eine Anleitung für mitgenommen, sodass ich sie also zu Hause auch werkeln kann. Und ja, wir hatten einfach eine mega tolle Zeit. Und ich freue mich sehr darauf, wenn das nächste Statistik ist. Ich fahre auf jeden Fall da wieder hin. Muss noch mal gucken. Ich würde es wahrscheinlich diesmal anders machen, aber ist auf jeden Fall eine Reise wert und es ist mir egal, wie ich da hinkomme. Ich will da wieder hin. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Bilder mit ein bisschen Musik. Wir hatten Thementische, wir hatten eine Fotoecke, wir hatten Süßigkeiten für alle, die auch das Live-Video bei Facebook nicht gesehen haben. Zeige ich euch einfach noch ein paar Eindrücke und grüße euch herzlich und wünsche euch einen tollen Tag. Bis dann.